Hi Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life. Und wir schauen uns heute den größten Bunker in Budapest an. Und wie ihr seht, befinden wir uns mitten in einer sehr belebten Umgebung. Und wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Wir wissen auch, dass es hier Security gibt. Bedeutet, wir müssen noch mal vorsichtiger sein. Aber wir sind gut vorbereitet. Und von daher wird das alles schon funktionieren und glatt gehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung in diesem Video. Und ich schlage vor, wir gehen direkt los. Und jetzt geht's los in das Abenteuer. Die haben sogar eine extra Leiter für uns gebaut. Allerdings sehr steil. Und da gehen wir jetzt rein. Ich bin heute mit Alessandro unterwegs und er braucht anscheinend noch ein bisschen. Na ja, dann gehen wir schon mal vor. Die Tür steht einfach auf. Und uns erwartet hier ein dunkler Abgrund. Dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Lampe. Die hole ich mir mal kurz raus. Und let's go. Mega. Hier. Tür auf? Bitte? Tür zu machen? Wach, mir egal. Oh, ich glaube, hier müssen wir durch. Ja, hier müssen wir durch. Kinder, mach das nicht zu Hause nach. So. Mega. Mega, mega, mega. So. Alles haben wir auch drin. Nein. Schaut euch das an. Locker 40, 50 Meter. Dankeschön. Das erinnert mich ein bisschen an den Ostwall. Ja. Richtig gut. Mach mal lieber die Lampe ein bisschen runter. Hab zwar noch eine zweite mit. Aber wir wollen ja nichts riskieren. Hier sehen wir noch die alten Beleuchtungen. Und auch hier müsste es ja tief runtergehen. Oh ja, das geht tief runter. Leute, wir haben gedacht, da unten sind Leute. Leute, wir haben gedacht, da sind Leute. Aber es ist nur Wasser. Es hört sich wirklich an durch den Hall. Als ob da Menschen, Mädchen, Frauen da unten wären. Aber es ist nur das Wasser. Weiter. Leute, da ist doch Licht an. Da vorne brennt Licht. Jetzt müssen wir mega aufpassen. Mach mal das Licht aus. Da brennt noch Licht. Da brennt einfach noch Licht. Schaut euch das an. Da brennt einfach Licht. So, wir gucken mal nach einer Alarmanlage. Nicht, dass hier irgendwo eine Alarmanlage ist. Jetzt brauchen wir doch. So.
Wir schauen uns erstmal um. Das ist die Gasschleuse. Mega. Hier sehen wir die Atomschutztüren. Die sind deutlich dicker ausgeführt als die aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch hier mit diesen Verstärkungen. Und schaut euch mal den Blick nach oben an. Es ist einfach abnormal hoch. Es ist einfach riesig. Also, ich will noch mal Licht. Ganz schön warm hier drin, ne? Ja. Und hier steht Wasser. Und das ist hier eine riesige Röhre. Boah. Und hier eine Belüftung. Zwei Stück sogar. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier unten in dieser Unterwelt erwartet. Hier, auch hier links ist Licht an. Hier ist überall Licht an. Mega. Auch hier. Und hier sind die Lüftungselemente, die Filter. Normalerweise stehen da Jahreszahlen drauf. Aber hier, bitte? Das Buch. Hier ist das Buch, Leute. In dem Buch. In das Buch schreiben sich die Security-Arbeiter ein, weil die hier regelmäßig Patrouille gehen. Das bedeutet, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Schaut euch mal die alten Lüfterbauwerke an. Unvorstellbar. Mega. Mega geil. Hammer. Es ist alles noch da, selbst die Milch. Einfach riesig. Ersatzteile. Und guckt euch mal die Bewehrung der Außenverschalung an. Die ist einfach mit Stahlteilen verstärkt. 1951. Das die Jahreszahl 1951 finden, haben wir gerade gesehen. Wow. Hier, da, 1951, da steht's. Hier sind nur alte Ölfässer drin. Mega Ding, oder? Ja, wir versuchen ein bisschen leiser zu sein. Boah, da sind die alten Dieselaggregate. Wow, und die alte Schalltafel. Ampermero. Es ist fast alles noch da. Das ist die Metro. Wir sind relativ nah an der Metro. Ihr habt ja gesehen, wie tief wir sind. Und man hört gerade die Metro hier langfahren. Hier sind überall die Sicherungen rausgenommen worden. Und das sind die beiden Dieselgeneratoren. Mit dem Schwungrad hier. Auf jeden Fall ultra spannend. Ultra spannend. Insbesondere, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir nicht gecached werden. Und hier gibt es alte Batterien mit Plus- und Minuspol. Aber grundsätzlich ist das hier alles neu für uns.
mal oben lang. Okay, geh mal oben lang. Wow, schaut euch die Bauform an. Mega gut. Da hat er sich eine Bierflasche versteckt. Mega. Wow. Guckt euch die Größenverhältnisse an. Guckt euch einfach mal die Größenverhältnisse an. Sano hat mir gerade gesagt, guck mal, wie weit das da hinten durchgeht. Und er hat recht. Er hat absolut recht. Das ist einfach riesig. Die alten Toiletten. Das alte Waschbecken. Und noch ein Toilettchen. Hier geht's sogar runter. Es ist riesig. Weitere Toiletten hier rechts. Die schicken wir uns aber jetzt. Das wiederholt sich dann einfach nur. Ja, es ist mega krass. Es klingt hier krass dann, ne? Als ob hier, ob wir nicht alleine sind. Überall Gerumpel und Gepolter. Dann unser eigener Schall, meine Stimme, die sich mehrfach wiederholt. Es ist wirklich ein beklemmendes Gefühl hier. Insbesondere, weil wir wissen, dass es hier Security gibt, die patrouilliert. Ihr habt es gerade an dem Buch gesehen. Aber wenigstens mache ich die Begehung heute nicht alleine. So viele Schutzräume. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es Schutzräume sind, weil sollte hier Munition oder Sprengstoff oder atomar vielleicht sogar platziert worden sein, gibt es ja keine Loren, die das irgendwie transportieren. Von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass dieser Schutzraum für Menschen war. Was mir aber auch fehlt, ist die Belüftung. Ne, es gibt hier keine Belüftung. Und es gibt auch keine Durchbrüche. Das bedeutet, im Falle der Fälle wurden ja hier diese Drucktüren geschlossen. Die waren hermetisch dicht. Die haben abgedichtet. Aber wie ist dann hier die Luft reingekommen? Ne? Das fehlt komplett. Wie weit geht's denn hier runter? Ach, das ist nur die Röhre. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Das ist der Notschalter. Davon haben sie geschworen. Und da ist die. Weißt du, wo wir sind? Leute, wir wurden gewarnt, dass hier... Der ist auch ausgeschaltet. Siehst du das? Den haben sie hier demontiert mit einem Kabelbinder, dass der immer zu ist. Sollen wir gehen? Wieder hin. Das wäre natürlich hier das Ultimative, wenn man da durchgeht. Da kommt man nämlich zur U-Bahn. Aber ich glaube, die haben hier nicht umsonst eine neue Alarmanlage installiert. Also einen Schalter, wenn die Tür aufgeht. Urbex haben das aber wahrscheinlich entriegelt. Oder aber der Wachtschutz selber, weil die natürlich keinen Bock darauf haben, dass das dauernd angeht. Wir haben uns jetzt dagegen entschlossen. Die Vernunft siegt. Oder die Angst von Alessandro. Weiß es nicht. Und werden jetzt die Röhre zurückgehen. Ja. Alter. Schaltschrank. Kabel ohne Ende. Hörst du die S-Bahn? U-Bahn. Das ist ja auch ein krasses Bild.
Entschuldigung. Durch das Kalk sieht das aus, als ob hier Licht drin ist, ne? Und hier... Das sieht aus, als ob hier Farbe ist, aber das ist wahrscheinlich nur Öl oder Benzin. Die alte Beleuchtung an der Decke. Bitte? Ja, auf jeden Fall Grundwasser, ne? Damit wurde die Belüftung sichergestellt. Und diese malen Konstruktion, die waren überall angebracht und haben dann Frischluft in die jeweiligen Bereiche geblasen. Das muss ultra laut gewesen sein. Das sind die gleichen Baubereiche, die gleich sind. So wie ich das gesagt habe, das funktioniert hiermit. Das funktioniert damit. In den Lüftungselementen wurde Sauerstoff gebracht oder verteilt. Take your last steps. Das war auf jeden Fall für Menschen, weil überall waren Toiletten. Oder hier wurde gebaut oder sollte gebaut werden im Ernstfall. Er hat wieder was gehört. Alles andere ist auf jeden Fall gut aufmerksam. Wir haben jetzt gerade die Lampen aus, damit man uns nicht sieht. Mir die Lampe angebracht. Ich habe mich mega erschrocken. Boah, ist das aufregend. Aber ich glaube, wir müssen hier keine Angst haben. Wir müssen hier keine Angst haben, weil das Ende ist. Das geht jetzt einfach im Kreis. Und dann kommen wir wieder hinten bei der Röhre raus. Was ist das? Wir gucken. So, mit etwas Glück haben wir das jetzt geschafft. Genau. Das ist einfach nur wieder eine zweite Röhre, wie die erste. Und damit haben wir im Grunde genommen das Bauwerk komplett begutachtet. Und ich hoffe, dass sie uns beim Rausgehen dann nicht erwischen. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch die letzten Eindrücke. Und ich glaube, es wurde hier tatsächlich gebaut und nicht, dass man hier Unterschlupf gefunden hat. Das war höchstwahrscheinlich irgendeine Produktionsstätte, wie die Deutschen das gemacht hatten im Zweiten Weltkrieg. Sogenannte Untertageverlagerung bedeutet kriegswichtige Industrie unter Tage verlagert, damit die weiter produzieren konnten. Und ich glaube, das ist genauso. Alternativ könnten das hier natürlich die Bänke sein, wo die drauf gesessen haben. Die Zivilbevölkerung. So, und ich melde mich gleich nochmal wieder. So Leute, und wir haben uns jetzt entschlossen, das Bauwerk zu verlassen. Alessandro ist raus, ich bin raus. Und wir werden jetzt nochmal die 60 Meter nach oben gehen und drücken uns nochmal die Daumen, dass wir auf den letzten Metern nicht gepackt werden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann let's go. Nimmst du die Marauder? Die Marauder? Hast du eine mit? Nee. Nimmst du mal eine? Wegen des Lichtes? Weil wir wollen euch natürlich maximales Licht bieten. Und deswegen nimmt ihr jetzt meine Lampe. Zusätzlich. Ja, zusätzlich noch besser. Zusätzlich meine Lampe. Okay. Let's go, Bruder. Ja. Die doppelte Strahlkraft. Bist du bereit? Oder bist du?
Alter, was ist denn das für ein riesiger Tank? Das ist der Brunnen. Das ist der Brunnen. Gut, dass du den noch gesehen hast. Ja, guck mal. Da geht's runter zum Brunnen. Okay. Mhm. Die Mädels wieder was zu sehen. 3%. Den Entenarsch. Und die Männer schreiben wahrscheinlich gleich in die Kommentare: ja, eklig, lass es sein. Aber die 3% Frauen, die können ruhig ein bisschen lauter sein. Alter, zeig doch mal, wie tief es ist. So, locker. 5-6 Sekunden. Da ist der Ausgang. Und da müssen wir jetzt durch. Man hat's noch drauf.